Ja, hallo, willkommen zu Part 5 von Let's Go Evoli. Wir haben im letzten Part den Arenaleiter Rocco getroffen und besiegt und wir haben Trainer Blau kennengelernt, der es uns schon gekannt hat. Bis jetzt wirken die Rivalen ein bisschen, naja, langweilig. Ich habe ja erwartet, eigentlich, dass Trainer Blau schon sagt, kämpfen. Schon, wir werden jetzt wahrscheinlich noch neue Pokébälle kaufen, weil wir sicher gehen wollen, dass wir die Pokémon auch fangen, was wir haben wollen. Ja, schauen wir mal. Kleinstein. Jo, den haben wir. Ja, das wusste ich. Oder das wussten wir schon. Aber danke, der Information. Route 3. David ist geschwächt. Bewegen wir Kategorie nach hinten und wir entscheiden uns dieses Mal für Bisasam. Jo. Nee, ich bin du. Oh, ich bin das mal auf dem Weg hinterher. Mirror Match. Dieser Samen gegen dieser Samen. Welches dieser Samen gewinnt? Edelsamen. Keine Wirkung. Nein! Okay. Tackle hat wehgetan. Okay. Das war sowas von knapp. Ein Kaffee überlebt.
Okay, was kriegen wir? Ja, dann muss man nicht lieber. Wir kriegen ja Beleber. Ja, unser Pokémon ist eh fast tot. Ganz nett. Falls ich irgendwie nicht schlafe, ja, es ist gestern kalt gewesen. Ich kann die Jahreszeit schlüpfen. Ist normal. Zurück ins Pokémon Center zum Heilen. Schnell! Das haben wir total vergessen. Wir besiegen den Arena-Leiter und heilen unsere Pokémon nicht. Ja, so können wir auch Rubin Samen, das hinter uns rennt, machen. So funktioniert das. Kann man bei jedem Pokémon machen. Wir haben uns jetzt mal für Rubin Samen entschieden. Was ist denn Pokémon wollen? Noch eine Trainerin. Die Wanderung zum Mondberg und durch den Mondberg. Göre. Wieder Pflanze mit Pflanze. Aber nicht dein Ernst. Und diese Pokémon ist Schwäche. Viel schwächer als die Feuer noch vorher. Ja, das ist jetzt nicht viel schwächer. Angriff, wieder warm. Jo! Oh ja, danke für die Bälle. Oh, noch mal eine Bälle. Runter. Ja, wenn man sich darf, wenn man alles sieht, wie sich das verhindert hat. Schön. Ach, kleiner Junge. Lass uns kämpfen. Tim! Hab ich doch. Aber jetzt funktioniert die Gesamt. Jetzt bin ich mir ganz sicher. Jetzt Heuler. Das ist aber nett, nett. Wollen wir auch noch.
Alltag bewegt. Wie gesagt, ich würde euch raten, alle Trainer zu besiegen und kriegt euch Pokébälle dadurch. Und man muss sie nicht alle kaufen, so teuer. Irgendwas haben sie mit ihren Horn. Die können wir vielleicht nicht vor. Wie viel ist hier mal? Drei. Oh, das ist so schön. Status wird erfolgreich sein. Angriff sind. Das ist super schön, das ist gut. Ja, noch einer, sprechen wir ja mal.
Machen wir das also. Das ist cool. Ja, schade. Das wird nicht so warm. Das ist nice. Kleine Lunge. Das ist ein Trainer. Das ist ein Insekten Pokémon aus. Ja, für Pokémon, die wir noch nicht gesehen haben. Leon! Cool. Alexander. Das ist aber jetzt Alexander. Alex. Das ist jetzt Alex, leider. Yo. Ein Reptor.
Raptor. Wie lässt das Raptor sein? Yo. Großartig. Bleib drin. Na. Moxins mit. Ja, ich hab das getan. Ja, das will ich schaffen. Wieder großartig. Yo. Wir haben einen Raptor gefangen. Cool. Noch für Pokémon. Level up für Bisonab, das ist gut. Bleiben wir hier und schauen mal, was es hier gibt. Ein großes Rad. Was? Was ist denn hier? Was ist da? Was ist dort? Ja. Ein Habitat. Das haben wir auch noch in der Sammlung, glaube ich. Na, warte mal. Hoppala. Ich bin nicht fest. Ich bin nur die falsche Linie. Nein. Oh, wir haben einen Handtag. Neues Pokémon. Perfekt. Ah, das war die Kraft. Das war jetzt. Habitat. Yo. Noch hier. Also hier Ratsfatz, Habiter, Gepta. Jetzt, ah, ich bin da abgeschrieben. Will da nicht. Freut mich nicht. Das ist so leid. Oh, Raptor, schon wieder. Ne? Nee, das ist mal morgen. Da? Was ist denn hier? Also? Außer Raptor und Raptor. Weiß nicht. Was hier ist, wird schärfen in der Kommentarliste. Was? Raptor? Raptor. Ja! Raptor wieder. Und eine Himbeere. Okay. Was passiert denn? Schauen wir mal, was für Pokémon jetzt hier wirklich sind. Das soll ja eigentlich auch seltener kommen. Na, das ist mal nicht selten. Okay, das ist groß. Aber, das ist eigentlich nicht selten, oder? Das ist
der Raptor. So und so da. Kette haben, machen wir Klettern weiter. Dann können wir uns Erfahrungspunkte besser. Oh, da habe ich den Level 14. Und dann noch der Level 2. Was gibt es denn hier noch? Nur Reptan. Aber nicht nur hier, das kommt zu uns. Wie schön. Haben wir wieder ein Pokémon, was glaube Psyche-Pokémon verletzen kann. Normal Pokémon mit Psyche-Pokémon verletzen kann? Ja, oh, das ist doch was. Oder? Natürlich ist das was. 14, 15, das ist auf 22 auf. Richtig ist ja Ringleitung auf Stufe 22. Ich weiß. Einfach in der Mitte stehen bleiben und schauen, was kommt. Das ist nicht alles. Nur Kratzplatz, wirklich? Ja, sehr schön. Gehe ich hier wirklich so unnötig in der Lage? Für mich. Und mich bewegen. Nebenbei testen wir gerade aus. Das funktioniert das mit Shiny. Mit Zähler. Ob da noch ein Shiny Reptan kommt. Das könnte eine Zeit dauern. Das blinkt sofort. Nein! Hier kann ich perfekt üben, Pokémon zu fangen für die Spiele. Das ist gut so. Zusätzlich braucht man sowieso ein paar Levels mit Misty und so. Ja. Okay. Das wäre ein Wesen, das uns zu uns kommt. Das werde ich nicht gleich fangen. Gut.
wie ein Raptor. Flügelschlag, okay. Fünfzehn. Echt der Hammer. Eine Alkenmission gibt. Ja, außer ich will mit ihm nicht zusammen. Dann ist es gut, sonst. Nein. Moment.
schleichen und das wird halt einfach fabelhafter Wurf. Nee. Nächster. Auch nicht. Nächster. Nächster. Normaler Wurf. Doch wohl einfach Farbe auf der Uhr. Und jetzt bleibt er drin. Er verurteilt uns einfach. Ach, das ist nett. Elf. Oh! Soll ich sein? Jumanda! Okay, da musste ich diese Kette jetzt durchbrechen. Jumanda ist ziemlich schwer zu fangen, wie ich sehe. Hätte mir eine Beere. Und dann wieder den Ball. Ziel. Feuer. Ich hab ihn getroffen, aber ich weiß nicht, ob er drin hat. Nein! Oh Mann, das mag mich! Wieder ein Feuer! Ein Fahrloch, perfekt! Bleib drin, bleib drin, bleib drin! Nein! Ich weiß nicht, ob es einfach vorab läuft oder nicht. Er ist nicht drin gewesen. Nein. Was ist jetzt? Nein! Und das haut ab. Das ist fucking ernst für diesen Jumann, ne? Einfach abzuhauen. Aber hier gibt's Glumanda. Scheint zu wissen. Irgendwie ist nochmal zu kriegen. Ach, nochmal auf. Glumanda! Jetzt dachte ich aber nicht mehr auf.
Commander. Kommt er noch an? Habitat, mein Englisch. Kommt er noch an? Oder nicht? Schon. Das wird ja wahrscheinlich kein Commander mehr finden. Ja, okay. Wir sind aber auf Route 3. Route 3 zum Mondberg. Gibt es Commanders? Ja, das muss man sich merken. Lass uns kämpfen. Mann gegen Mann. Nazi. Was verfehlt? Was verfehlt? Gut. Und das alles besiegt. So, wenn wir reichen. Ich hab mir eine Attacke gezahlt. Nice. Wie viel Geld haben wir wohl jetzt verdient durch seine Aktion Falter? Gute Frage. So, wir kriegen noch Zahlenpunkte. David mit 16, gut so. Da habe ich keinen Schlaf. Okay, wir haben 1300 Kick von ihm und wir haben jetzt Geld abgehoben. Oh! Das ist. Ich würde schon wissen. Ich bin über die kleinen Stellen gestolpert.
Okay, danke. Läuft. Ja. Kaufen wir ein Cavador. Dann haben wir ein Wasser-Pokémon. Dann haben wir schon ein Wasser-Pokémon gekauft. Also, und darf nicht vergessen, man kriegt ja auch ein Cavador. Ein bisschen blöd, dass wir es gekauft haben. Das kann man doch nicht nutzen. Das sollten wir nutzen in unserem Team. Ja, das sollten wir wirklich nutzen. Eigentlich. Oder sollten wir nicht? Nicht. Gewesen sogar. Leicht. Das ist gut. Haben wir noch ein bisschen um die Kaufe, was abgeht. Kurzer. TM bekommen. Ich kenne TM. Kommt noch rein. Nicht erlernbar, nicht erlernbar. Erlernbar, erlernbar. Nicht erlernbar. Oh, zahlt hat. Ich hab die Lern. Und jetzt kommt die bei. Jo. Wir brauchen Geld. Na gut. Mit denen wollen wir mal den Part beenden. Wir machen beim nächsten Part weiter durch die Führung zum Mondberg. Da wird es dann aufregend werden. Weil da ist schon das Mountie. Ja, schauen wir uns, wie es weitergeht.